Erinnert ihr euch an mich? Ja, Leute. Sonic Exe. Wir hatten das Thema schon öfters und ich habe auch ein Halloween-Special drüber gemacht. Ja, es ist ein bisschen creepy, es ist eine Creepypasta und das Ganze jetzt auch im Sonic Generation-Style, freut ihr euch. Für die Leute, die nicht wissen, worum es geht, möchte ich ganz kurz jetzt nochmal einwerfen, was Sonic Exe genau ist. Also, please take a look. Willkommen zurück zu Let's Play Sonic the Hedgehog. Ich habe mir gedacht, es wäre mal wieder an der Zeit, ein bisschen Sonic zu spielen. Also, worauf warten wir noch? Und was war das? Okay, als alter Sonic-Fanatiker sage ich, das ist die Angel Island Zone. Wow, voll erschrocken. Aus Sonic 3. Dieser Dämon Sonic kommt immer näher. Wir müssen wegrennen. Los, Tails, renn! Ich habe sowas von, ich rutsche hier auf dem Ketchup. Es muss Ketchup sein. Sonic ist ein Kinderspiel. Herzprobleme? Das kann nicht sein. Schaut euch das mal an. Game over. Eggman aufgespießt. Tails den Kopf auf einem Knuckles aufgehangen. Jetzt, da eure Erinnerungen aufgefrischt sind, können wir beginnen mit dem Spiel. Wieder so ein typisches Bild. Nee, Freunde, ist natürlich nur eine kleine Spielerei, also keine Angst, keine Bedenken. Schaut euch das an, allein wie er aussieht. Und Tails winkt ganz lustig. Und da läuft Blut die Green Hill Zone runter. Gucken wir uns einfach mal an. Der Hit wäre gewesen, wenn es so richtig wie, Sonic Exe gewesen wäre. Ja, Omo Chao, natürlich. Zerstör die Atmosphäre. Er springt aber verdammt hoch. Er ist richtig schnell. Oh, was zum Teufel? Lass mich in Ruhe, ich bin Sonic Exe. Ich will zu dem Blut da am Ende, oder da... Ja, da kommen doch schon die Blutwasserfälle, genau. Ja, die Creepypasta. Sie lebt. Sagen wir so, es ist eher eine Referenz auf die Sonic Exe Creepypasta, die ich jetzt gar nicht so creepy finde. Aber sie ist halt bekannt und deswegen kommt es auch hier so ein kleines... ein bisschen was spendiert. Wunderbar. Den Level wollte ich jetzt nicht zu Ende spielen, einfach ein bisschen was zeigen. Mal sehen, ob das auch in anderen Stages so funktioniert. Hey, Knuckles. Können Sie die Schiene, die im Innengarten runterführt? Ich würde die ganze benutzen. Bitte was? Mal gucken, ob noch mehr Level so sind. Ich glaube aber schon. Oha. Toll, oder? Okay, das nächste Mal machen wir Let's Play Sonic Generations Exe, also komplett Let's Play. Es sind zwar die Soundtracks, aber halt ziemlich verseucht. Alles ist so blutig. Eieiei. Ob das auch mit dem klassischen Sonic so ist? Wir wechseln mal rüber zu dem Kleinen. Der sieht ja ganz knuffig aus. Gehen wir mal nach City Escape. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wo was ist, aber da Rouge? Ne, er hat auch so rote Augen. Komische Augen. Ich glaube, hier könnte ich mich länger mit beschäftigen. Na, hier sehe ich nichts anderes. Keinen großen Unterschied. Okay, es gibt aber noch mehr. Ich will euch mal Folgendes zeigen. Wo war denn das gleich? Ja, hier ist er doch. Ne, war das Shadow? Ja, ich glaube, es war Shadow. Gut, kämpfen wir gegen Shadow. Oder etwa gegen jemand anderes. Tailstall. Ultimativ. Ja. Das mit der Tailstall, das hat auch so eine Creepypasta. Nicht ganz so bekannt, aber...
Stammt halt von Sonic R. Deswegen auch die Sonic R Musik. Macht's gleich ein bisschen creepiger. Warum bin ich denn... Ich werde so zu Tails. Oder Tails Farben. Da wird Metal Sonic angezeigt, obwohl es eigentlich Shadow ist. Can you feel the sunshine? Sehr nice. Ja, die Tails-Doll, da habe ich mich nie ganz außen miteinander gesetzt. Ich glaube, ein freispielbarer Charakter in Sonic Air und ja, in Sonic Adventure kannst du ja auch die ballern mit Gamma und ganz merkwürdig. Finde ich jetzt aber noch weniger creepy. Und sie entfleucht uns. Aber allein die Zwischensequenz. Muss mal gucken, ob es noch andere Zwischensequenzen gibt. Tja, Shadow. Kannst nichts gegen mich. Ja, wie er, ne, die Hand so ausstreckt. Ehrlich. Also wer Sonic Exe schon mehr gesehen hat, der weiß da Bescheid. Das glaube ich auch alles angepasst. Gucken wir gerade mal. Nee. Hä? Warte. Aber das hier, ne? Wo die sich gegenüberstehen. Schaut euch das an. Da kann man die besser bewundern. Ich sehe heute irgendwie komisch aus. Ich glaube, ich habe da Ketchup an den Haaren. Oder an den Zähnen? Nein, da ist nichts. Bauch ist auch clean. Dann ist alles gut. Hm. Sieh dich genau an, Sonic! Dr. Eggman! Das ist das Letzte, was du siehst, ehe ich deine Augen für immer schließe! Hä? Noch ein Sonic? Was? Moment mal! Naja. Gut, ich glaube, viel mehr ist es jetzt auch wieder nicht. Wie gesagt, es sollte, glaube ich, ein neueres Sonic Exe-Dings geben, was dann eigene Level hat und sowas. Aber habe ich im Moment nicht. Ich fand das schon ganz okay. Hab noch mehr für euch im Petto und der Ladebildschirm will nicht aufhören. Soll mir recht sein, ich bin hier eh fertig. Dann schreite ich zur nächsten Tat. Check das mal aus. So, eine andere Mod ist jetzt drinne und da will ich zum anderen Bosskampf. Ihr seht schon, da steht auch jemand anderes. Metal Sonic? Nicht ganz. Ist es Meta Knight? Dumme Frage. Ist das Sonic? Dumme Frage. Na gut, dann wollen wir mal, oder? Ich kämpfe so oft es nötig ist gegen dich. Ich glaube auch. Wollen wir mal sehen, wie sich das hier entwickelt. Na los, Kirby! Er sieht ein bisschen aus wie in Smash Bros. 64. Oder Kirby 64, ich glaube das eher. Geil. Wie es auch wirklich passt. Ching! Los, Kirby, versuch dein Glück! Oh nein, Omochao, ich hätte so stellen sollen. Natürlich nicht mit den üblichen Fähigkeiten. Es ist einfach nur ein Charakterduell. Eine Charakter-Mod, das wollte ich sagen. Das heißt, spielt sich genauso wie Sonic. Aber sieht halt einfach genial aus und es passt auch irgendwie. Bis auf die Kleinigkeit, dass Kirby an für sich gar nicht so schnell ist. Aber da können wir drüber hinweg. Drüber hinwegsehen. Alter, warum? Kirby, Kirby, Kirby. Ich brauche Ringe oder eine Maxi-Tomate. Zack. Ja, da gibt's Ringe. Na, endlich. Na, wenn ich den Kampf schon mache, dann will ich auch gewinnen. Genießen wir die Epicness hier. What the... Naja. Besiegt oder was? Waschlappen! Zum Feiern. Okay, Kirby hätte man ein bisschen besser machen können, das Gesicht, oder? Aber trotzdem, geile Sache. Auch die Moves. Das sind die originalen Moves von Sonic eigentlich, aber sie passen irgendwie auch zu Kirby.
Oh je, Mene, ich glaube, mehr hat er nicht zu melden. Oder? Geht das normalerweise? Versuch einfach mal mit Kirby in die Chemical Plant Zone zu gehen. Ja, funktioniert. Aber besonders viel mehr ist nicht gemacht worden. Wollte ich euch aber trotzdem mal präsentieren. Auch sehr sehenswert. Gut, eine Kleinigkeit werde ich noch finden für euch. Also hau ich mal die nächste Mod rein. Was ist es diesmal? Kann man es schon sehen? Ja, jetzt. Der moderne Sonic hat sich irgendwie verändert. Was ist das denn Geniales? Ah, das. Oh. Ja, der Sprung sieht ein bisschen. Egal, trotzdem cool. Ein echter Igel. Die Real Hedgehog Mod. Check das mal aus, der hockt da auf dem Skateboard und. Ja, viel Spaß. Macht so seine Stunts. Warum nicht? Klar. So wollte ich das sehen. Nur damit ihr so ein bisschen Ausblick bekommen könnt, was es alles für Charakter-Mods gibt. Es gibt ja einiges. Es gibt eine Knuckles-Charakter-Mod, es gibt ein paar gute will ich noch zeigen hier. Aber das übliche, Chad the Rocket, Amy Rose, Blaze the Cat, alle möglichen Charaktere aus dem Sonic-Universum sind eigentlich problemlos spielbar. Nur das ist vergleichsweise langweilig, finde ich. Im Gegensatz zu dem Igel, der hier rumjumpt. Ich glaube, es hat irgendwas mit Game Crumbs zu tun. Da habe ich was gehört, der das verlangt. Das wurde umgesetzt mit Vergnügen. Macht Spaß, ich finde, sieht gut aus. Daumen hoch dafür, oder? Was wir schon für. Es waren jetzt drei sehr schöne, sehenswerte Mods, wie ich finde. Doch, doch, kann man durchaus zeigen. Hier läuft einfach mal Igel rum, ne? Ein richtiger Igel. Ich meine, der hätte man auch blau machen können. Es gab irgendeine Sonic-Werbung oder sowas, wo ein echter Igel einfach blau angemalt war. Oder halt nicht angemalt, sondern. Ihr wisst schon. Wurde nicht mit Farben überschüttet, sondern das Bild war einfach ein blauer Igel. Ein echter blauer Igel. Wow! Und Rockos Stimme hat er auch noch. Ich würde halt gerade mal interessieren, wie der vor dem LKW dann davon flieht. Da sehen wir den Guten noch von vorne ein bisschen. Er ist ja ziemlich klein. Ach, man sieht ihn. Auf dem Skateboard sitzen, das ist natürlich legendär, glaube ich. Ja, was gibt's noch für Charakter-Mods? Wie gesagt, ein paar gute habe ich noch auf Lager und möchte euch zeigen. Auch aus anderen Games. Ja. Na gut, ich kann euch natürlich sagen, dass Mario vertreten ist beispielsweise. Und es wird auch noch Mario Stages geben. Aber mehr möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Die spiele ich dann zusammen. Ja, was gibt noch alles? Batman habe ich gesehen. Pac-Man, mehrere Versionen. So, jetzt flieht der kleine Igel. Er ist wirklich der schnellste Igel der Welt. Jetzt wird mir das gerade voll bewusst. Zum ersten Mal staune ich nicht über den LKW, sondern über etwas anderes hier. Wie er auch so hin und her macht. Ich finde das richtig genial gelungen. Die Textur, da musste man auch erstmal erschaffen, oder? Ist nicht irgendwie ein rein importiertes Bild. Sorry, ich beömmel mich ein bisschen zu viel, aber ihr seht ja selbst, was hier abgeht. Wow! Igel rennt um sein Leben. Ich meine, Nagetiere können ganz schön Zahn drauf haben. Ich glaube auch Igel, ne? Weiß ich jetzt nicht. Aber so Mäuse, Hamster, die sind schon gerne mal mit einem guten Speed unterwegs. Oh, ich will gern Super Sonic machen. Oh, schade. Schade, ich dachte, dann passiert was. Der Igel wird einfach golden oder so. Na dann. Verdammt, jetzt will ich aber doch nochmal ein Level durchspielen, um zu sehen, wie der Igel eine Endsequenz hat. Verdammt, wenn ich es gewusst hätte. Du kriegst mich niemals! Ich bin der schnellste Igel der Welt. Sehr offensichtlich. Nein, kannst du knicken! Nee, Freunde, was ich sagen wollte, ich hätte echt jeden
jede der drei Mods, die wir heute gesehen haben, in einen eigenen Part verpacken können mit reißerischen Thumbnails und so. Ich hoffe, ihr honoriert das, dass ich das wirklich zusammen in drei gepackt habe. Guckt der Igel. Sieht man auch ein bisschen besser, wie er aussieht. Er flippt aus! Yay! Ne, also Daumen hoch dafür. Drei geile Mods in einem Part. Und ja, danke fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal. Nicht verpassen. Bis dann und ciao!